Und damit herzlich willkommen zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir befinden uns heute im Feuerkelch. Wenn ich heute vielleicht etwas komisch reden sollte, ja, dann liegt es daran, dass meine rechte Lippe ein bisschen angeschwollen ist. Aber solange es nicht wehtut, ist es mir eigentlich auch egal. Es sieht nur komisch aus. Also ich werde so wahrscheinlich nicht rausgehen und nicht einkaufen gehen, dann werde ich halt Pfannkuchen machen, das habe ich halt immer da. Genau, wir sind bei Feuerkelch, wir sind gerade bei der Quidditch-Weltmeisterschaft am Campingplatz und versuchen jetzt hier wahrscheinlich Leute zu retten, beziehungsweise unten sieht man es ja, wir suchen jetzt diese 5 Leute. Und ja Leute, wie geht's euch? Mir geht's super. Oh Gott. Sind überall diese Todesser. Was mir auch, ich habe letztens Teil 4 nochmal gesehen, da ist mir nochmal aufgefallen, dass die Todesser damals noch ganz anders aussahen. Und nicht so wie jetzt mittlerweile. Die hatten solche ähnlichen Uniformen vielleicht wie von Avatar, die Feuernation. Also das, nee, haben sie nicht. Das waren diese alten damals. Die hatten dann so bei ihrer Schulter, da war es dann noch so gewölbt nach oben an den Seiten. Und ja, das haben wir jetzt nicht. Ich hab dich gerettet, Kleiner. Hab dich gerettet, George Weasley. Genau. Heute wird auch, also um 12 Uhr. Da ist das Video dann schon online. Gibt es im Lego Shop wahrscheinlich ein neues Harry Potter Set, Leute. Worauf ich mich sehr freue. Ob man es dann schon kaufen kann, das weiß ich nicht. Oh, aua. Aua, der hat mich angegriffen. Das ist aber unter aller Sau, finde ich. Unter aller Sau. Da freue ich mich sehr drauf. Denn das werde ich auch kaufen. Ich weiß nur nicht, ob ich es schon diesen Monat
Also nächsten, obwohl nächsten Monat habe ich ja wieder Geld drauf. Ah, vielleicht kaufe ich es mir. Vielleicht kaufe ich es mir. Mein Ziel ist es momentan eigentlich immer, dass ich 200 Euro mehr auf dem Konto habe als im Vorjahr. Weil ich möchte ja sparen für ein Haus. Und mal gucken, mal gucken. Also mindestens 200 Euro möchte ich immer mehr drauf haben. Meistens ist es eh mehr, weil ich nicht so viel ausgebe, aber trotzdem. Das ist mein Ziel momentan. Krummbein. Und es klappt eigentlich momentan sehr gut, wirklich. So, und wenn ich dann arbeite, dann lasse ich natürlich mehr Geld drauf. Ich hätte gern, achso, stimmt, Krummbein muss ich ja wegmachen. So, jetzt aber. Dann klappt es noch besser. Wenn ich dann irgendwann arbeite, aber erst bin ich ja noch Student. Weg damit, weg mit dem Dreck. Spinne, komm her, danke. Nee, nicht Katzi, Katzi. Spinni, Spinni. Spinni hier reini. Super. Das hier konnte ich doch auch zerstören, ne? Ja. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch was damit? Nochmal, Oma. Ah, da kommt nichts raus. Okay. Ich habe ein Händchen. Wofür brauchen wir den Tank überhaupt? Muss ich links irgendwas da zerstören oder was? Nee, das ist aber nicht der Stärkungstank, oder? Das ist der Unsichtbarkeitstank. Okay. Aber für was brauchte ich den? Keine Ahnung. Lauf mal durch. Nee, nee, der macht da tatsächlich nichts. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Leute. Ich bin echt verwirrt. Denn ich verstehe noch nicht, was der Trank jetzt hier machen soll. Und auch nicht. Ah, doch. Komm, One, raus mit dir. Super. Habe ich einen übersehen? Nee, ne? Oh Gott, ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Was haben wir hier? Das können wir doch bestimmt auch zerstören, oder? Gucken mal. Ja. Nee, können wir nicht. Ah, wir sind wieder hier. Was heißt wieder? Waren wir hier überhaupt schon? Okay, das kriege ich nicht kaputt. Da ist jemand im Zelt. Wir machen auch noch sowas hier. Feuer löschen. Oh, ich bekomme gerade echt Hunger. Naja, mach ich gleich. Esse ich gleich was. Esse ich gleich was. Oh, ich finde so eine Harry Potter Serie cool. Wo es nur um Quidditch geht. Es gibt auch hier diese Fußball-Anime. Wie zum Beispiel Kickers oder Captain Tsubasa, Inazuma 11. Finde ich alle cool. Und sowas noch hier für Harry Potter mit Quidditch. Das wäre doch cool, oder? Wir folgen dem Quidditch-Team auf eine schöne Zeit und sowas. Das fände ich echt cool. Bin ich jetzt wieder beim Anfang, oder? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Aber ich kann hier drauf. Cool. Cool, cool, cool. So, da haben wir noch Wasser. Weg mit dir. Hier haben wir noch zwei Besen. So, kommt. Rast mal durch. Und ihr auch. Perfekt. Perfekt. So. Hallo? Wieso ist das hier so komisch? Okay, ich glaube, das kann ich irgendwie zerstören. Also, ne? Jetzt ist trotzdem die Frage, wo ist Harry? Und wo ist der andere Typ? Ah, hier haben wir ein Buch. Hier haben wir ein Buch. Wieso haben wir hier ein Buch? Achso, vielleicht brauchen wir dafür den Unsichtbarkeitstrank. Das kann natürlich gut möglich sein. Wir probieren es mal aus. X. So.
Super. Easy zerstört. Ja. Da ist jemand drin. Hallo, komm raus, komm raus. Wer immer da ist. So, da haben wir Fred. Okay, schön. Oh, da ist Harry. Ah. Harry! Harry, wo bist du? Komm mit! Ihr bleibt hier! Komm, wir gehen daher. Wir gehen dahin. Okay. So, jetzt muss ich also mit ihr hier. Okay. Oh, oh, Harry ist in Gefahr, Leute. Aber ich sehe schon da hinten. Oh, hier ist Waldfeuer. Ich brauche Aquamenti, Leute. Wieso wird mir in der Schule kein Aquamenti beigebracht? Die Frage ist ja eher, wie komme ich denn da überhaupt hin? Ah, hier. Kann ich was basteln? Ein Sprungbrett? Ein Sprungbrett. Oh mein Gott, das war echt verdammt knapp tatsächlich. So, hier, ich habe dich geheilt. Gerettet. Ah, ja, war noch was. Oh Mann, bleib doch einfach oben. Danke. Ja, geh kaputt. Was haben wir hier denn? Hä? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Muss ich den anderen irgendwie helfen, oder? Was ist jetzt los hier? Warte. Keine Ahnung, ob ich den anderen da hinten helfen muss. Aber... Die scheinen nicht ganz so schlau zu sein, habe ich den Eindruck. Ah, so helfe ich denen. Okay, kommt rüber. Kommt rüber. Ich dachte, ihr springt mir einfach hinterher. So, das ist ein Eimer. Danke. Und Feuer löschen. Und das Feuer löschen. Sehr schön. Ah, warte, da brauchen wir Krummbein. Da, bitteschön. Grab mal aus hier. Ein Rad. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Aha, hier dran kommt's. Oh. Jetzt aber. Hä? Mich verarschen oder was? Jetzt aber. Super. Und das fährt jetzt irgendwo hin. So mögen wir das, oder? Bestimmt. Oh, ihr Wicht. Die machen wir mal weg. Was hat er da überhaupt in der Hand? Ah, wir brauchen einen Stärkungstrank. Sorry, Ginny. Ah, das kommt hier hin. Okay. So, wieder Feuer löschen. Wir sind die Feuerwehr heute. Wir sind einfach die Feuerwehr heute. So, das würde ich ganz gerne aufnehmen, danke. Oh, rein da. Dann brauche ich meine Krummbeine wieder. Die hier was ausgräbt. Grabt. Nee. So. Ey, das hat uns ja gar nichts gemacht, oder? Habe ich was verpasst? Lumos, bitte. Danke. So, wie... Hä, wie komme ich denn nach da oben? Wie komme ich denn da hin? Ah, von hier. Okay. Kann ich da drunter her? Nee. Das ist schräg. Ist hier was Hilfreiches drin? Ja, eine Axt, super. Dann mach das mal kaputt, danke. Hier nochmal Feuer löschen. Und hier haben wir den Arm. Sehr schön. Ne, darunter komme ich nicht. Schade. Jetzt brauchen wir nur noch die Spinne, glaube ich. Ne.
Noch eine Pflanze. Hm. Hier ist nichts. Hier hinten vielleicht noch. Aber hier, da ist sie doch. Da ist die gute doch. Ich müsste aber bei ihm hier noch das Feuer löschen. So. Sehr schön. Ah, Hermine, du bist einfach fantastisch. Weißt du das eigentlich? Weißt du das eigentlich? So, mach das kaputt und dann sind wir fertig. Sehr schön. Harry, geht's dir gut? Hihihihi. Mars Morde. Du das so. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, ich muss hier kämpfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schieß einfach hier nur ab. Lass Ginny in Ruhe. Schon einer? Ich weiß es nicht. Schlangen? Aua. Nee, lass mich. Lass mich, lass mich. Hier, super. Ihr wisst das ja alle hier. Du auch. Weg, weg mit euch. Oh, oh, hier ist noch einer, da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Oh, kommt noch mehr? Oh Gott, es kommt noch mehr. Aua, 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 aua. 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 Oh, haben wir es jetzt, bitte? Nee, da ist noch einer. Wo ist er? Ah, nee, drei Schlangen noch. Hier ist eine. So, weg mit dir. Ja, da ist auch noch eine. Und da auch noch. So. Super. Ah. Oh, schnell weg. Da kommen welche. Als ob die Angst haben, Leute. Alter, die greifen uns an. Das sind meine Kinder. Mann, ey. Hm. Hä? Oh, Leute. Oh, hier regnet es ja im Screen. Das ist lustig. Das finde ich lustig. Ich glaube, Teil 4 wurde dann richtig dunkel von Harry Potter tatsächlich. Obwohl bei Teil 3 hat es schon sehr angezogen, was die Dunkelheit betrifft. Die Darkness of Harry Potter. Level abgeschlossen, super. Zurück zum Tropfenkessel. Ja, Leute, das war's mit der Quidditch-Weltmeisterschaft. Man sieht zwar halt leider nicht sehr viel von Quidditch. Wir haben ein paar Besen gesehen. Aber naja, Leute, ne? Wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.